Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Pastoren-Podcast und wir starten heute mit einer neuen Serie, mit einer neuen Reihe, wo wir uns damit beschäftigen, wer Jesus ist. Und wir werden verschiedene Themen durchgehen und werden sehen und erfahren, was wir über Jesus wissen, was wir wissen können aufgrund der Bibel und dass wir so einzelne Aspekte durchgehen. Und ihr werdet mit der Zeit mitbekommen, auch dass das eine ganze Bandbreite ist. Heute starte ich mit dem ersten Thema und da haben wir die Überschrift Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Und wir wollen uns immer die Fragen stellen, was bedeutet es, dass Jesus Herr ist? Insgesamt, was sagt uns das über Jesus und was bedeutet das konkret für uns? Und geh ruhig mit, ich lade dich ein, dass wir gemeinsam schauen. Jesus ist Herr, was bedeutet das? Wir lesen eine Bibelstelle zu Beginn aus dem Philipperbrief, wo Paulus diese Formulierung benutzt, dass Jesus der Herr ist. Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 11, dort schreibt er am Ende von einem Lobpreis über Jesus, einem Christushymnus, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist der Herr. Das ist die Aussage, das ist die Wahrheit, die alle bekennen müssen. Ob sie es freiwillig tun und Jesus folgen, im Glauben, Vertrauen, oder ob sie es am Ende dieser Weltzeit, wenn Jesus wiederkommt, notgedrungen tun müssen. Alle werden sich beugen müssen vor Jesus. Jesus ist der Herr. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, er hat das Sagen. Er ist der Herrscher über diese Welt, über unser Leben, über alles. Im Neuen Testament wird dieses Wort aus dem Griechischen übersetzt wird, im Griechischen ist es das Wort Kyrios. Und dieses Wort wurde auch für den römischen Kaiser und Herrscher benutzt. Er war der Kyrios, der Herr, der Weltenherrscher. Und im Neuen Testament sehen wir, dass diese Formulierung, dieser Titel auf Jesus bezogen wird. Jesus ist der viel größere Herr, der absolute Herrscher. Jesus hat die Macht, er hat alle Macht zu herrschen, er hat die Fähigkeit zu herrschen, er ist in der Lage, das zu tun. Und Jesus hat nicht nur die Macht, sondern er hat auch die Weisheit, das zu tun, dass er eine gute Herrschaft hat, dass er nicht manipuliert, dass er nicht ausnutzt. Seine Herrschaft ist eine gute Herrschaft und er bekommt die Ehre dafür. Er ist der Einzige, der legitimiert ist, wirklich der Herr dieser Welt zu sein. Alles andere, alles was Menschen tun, sind Anmaßungen, wenn sie sich als Herr feiern lassen, als oberster Chef, als oberster König. Jesus ist allein der Herr. Was bedeutet das jetzt für uns konkret, für mich und für dich? Wenn ich Jesus folge, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze und Christ bin, dann gehört das dazu, dann ist es untrennbar mit meinem Christsein verbunden, dass Jesus mein persönlicher Herr ist. Jesus ist nicht nur der Herr dieser ganzen Welt und der Schöpfung und des Universums, sondern er ist mein persönlicher Herr. Und wir finden diese wunderbare Formulierung im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 20, Vers 28, nach der Auferstehung von Jesus. Dort kommt Thomas, der Jünger, zu Jesus und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das ist das Bekenntnis eines Menschen, der an Jesus glaubt, der Jesus folgt, der sein Leben Jesus gegeben hat. Und du darfst sagen, Jesus, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Und es bedeutet konkret, dass wir in unserem Leben, dass jeder Bereich unseres Lebens der Herrschaft Jesu unterstellt ist. Er ist der Herr. Er soll der Herr sein, er soll das Sagen haben in jedem Teil meines Lebens. Ob das auf der Arbeitswelt ist, ob das in meiner Freizeit ist, ob das in meinen Beziehungen ist, in meiner Familie, in meiner Persönlichkeit, in meinen Emotionen, in meinen Gedanken, überall soll er der Herr sein. Er soll die Nummer eins sein, er soll das Sagen haben. Und mein Wunsch ist es, dass sein Wille geschieht. Nicht, dass mein Wille geschieht, sondern dass sein Wille geschieht. Dass ich meinen Willen unterordne unter sein. Dass er wirklich der Herr ist. So drückt sich das aus in meinem Leben, dass ich lerne, das zu tun, was er will, dass ich ihm folge. Und ich will dir am Schluss diese Frage stellen. Ist Jesus dein Herr, voll und ganz? Lebst du das heute? Ist es nicht nur eine theoretische Sache, sondern eine ganz praktische? Wo zeigt sich das in deinem Alltag heute, an diesem Tag, dass Jesus tatsächlich dein Herr ist? Dass er das Sagen hat in jedem Bereich deines Lebens? Ich will dich ermutigt in diesen Tag schicken und wünsche dir Gottes Segen und wünsche dir, dass du erlebst und bekennst, dass Jesus dein Herr ist. Tschüss und alles Gute.